Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte. Ich begrüße die beiden Trainer Nils Drube und Henrik Petersen bei mir auf dem Podium, wie unsere Gäste in den Businessbereichen. Herr Drube, der Gästetrainer hat zunächst das Wort und ich darf Sie um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist eine erste Halbzeit, wo wir sehr viel gelernt haben. Und wir befinden uns in der Phase mitten in der Saison, wo wir eigentlich im Spiel lernen. Das heißt, dass wir einfach überhaupt nicht zurechtgekommen sind mit dem 4-3-3-Angriffspressing der Braunschweiger ein Stück weit. Und haben so unsere Waffen irgendwo aus dem Spiel genommen, dass halt das Pressing ständig überspielt. Wir waren nicht gut bei den zweiten Bällen. Und folgerichtig ist dann auch irgendwo durch so eine Situation das 0-1 gefallen. Und dann ist eigentlich genau das passiert, was wir uns halt vorgenommen haben. Das, was nicht passieren sollte, nämlich dass dadurch der Gegner natürlich stark geworden ist, Selbstvertrauen bekommen hat und ihm so ein Stück weit auch, glaube ich, die erste Halbzeit klar bestimmt hat. Sodass wir in der Halbzeit 15 Minuten auch wirklich gebraucht haben, um intensiv viele Dinge zu erarbeiten, zu besprechen und zu ändern. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen und dafür ein Riesenkompliment an die Mannschaft, nicht nur aufgrund des Ausgleichstreffers in der Nachspielzeit, was mit Sicherheit dann auch immer ein Stück weit glücklich ist, aber vor allen Dingen, wie sie in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist und wie sie sich das zu Herzen genommen hat, was wir angesprochen haben. Und das ist eine Entwicklung, die wir immer fördern und auch fordern. Und auch da hat die Mannschaft wieder eine Mentalität gezeigt. Und ich glaube, das ist das, was für uns, was wir am Ende des Tages, neben dem Punkt natürlich, der unheimlich wichtig ist, auch ein Stück weit mitnehmen wollen. Vielen Dank, Henrik. Wie hast du das Spiel gesehen und wie groß ist die Enttäuschung bei euch und bei dir, bei deiner Mannschaft? Gemischt, klar bin ich enttäuscht über Ergebnis. Aber klar ist auch, dass ich bin stolz auf meine Jungs. Ich finde, wir in die Situation, wo wir sind, da haben wir eine sehr, sehr starke erste Halbzeit, eine sehr mutige erste Halbzeit gespielt. Wir haben super Pressing gemacht, wir haben gute Umschalten gemacht, wir waren mutig mit Ball. Wir haben zwei Tore gemacht, wir haben mehr Chancen gehabt, könnte auch ein drittes machen. Und ich sehe, dass die Jungs brennt für den Verein. Und sie sind bereit, alles dafür zu machen. Und dann zweite Halbzeit. Wir kommen kontrolliert raus in zweiter Halbzeit. Wir kontrollieren das Spiel. Das Tempo ist ein bisschen niedriger als in erster Halbzeit. Und klar, dann bekommen wir das Gegentor. Es war super Tor. Ja, und dann kommen wir wieder gut im Spiel und dann haben wir, ich glaube, 60 Sekunden vor Abpfiff hat Hoffi den Ball in 16 Meter und wir haben sehr viel über Mut gesprochen und so hat er auch da gespielt. Leider hat er keine Tore gemacht und leider 60 Sekunden später liegt das in unserer Tor. Aber ich finde insgesamt, können wir sehr, sehr viel mitnehmen von diesem Spiel. Ich weiß, das ist nur ein Punkt statt drei Punkte und alle werden glücklich, wenn wir drei Punkte hier bekommen. Das werde ich auch. Die Spieler sind enttäuscht, wir sind enttäuscht. Aber ich bin stolz von meinen Jungs für diese Leistung, was sie heute gemacht haben. Vielen Dank, Henrik. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Thomas Fröhlich von der Braunschweiger Zeitung. Sekunde, Thomas, das Mikro kommt von hinten. Herr Petersen, eine Frage. Warum ist in der zweiten Halbzeit das Spiel so aus den Händen geglitten? Lag es nur daran, dass Lotte umgestellt hat, gewechselt hat? Oder hat Ihre Mannschaft mehr verwaltet, als aufs dritte Tor zu gehen? Wir haben in der Halbzeit über das, wir müssen Intensität halten und wir müssen mutig bleiben. Wenn wir fangen zweite Halbzeit an, fangen Lotte eigentlich sehr, sehr passiv an. Und das bedeutet, da sind wir eigentlich sehr viel am Ball. Und durch das kommen wir eigentlich ein bisschen unten. Wir kommen nicht in alle diese Pressing-Situationen, was wir in erster Halbzeit. Und wir waren eigentlich sehr viel am Ball und da haben wir nicht dieses Tempo in unserer Ballzirkulation gehabt. Da haben wir mehr direkt gespielt und dann kommen mehr Schweizer Bälle. Und ja, eigentlich finde ich, wir haben Kontrolle gehabt und das erste Gegentor, es war nach einem Ballverlust, glaube ich, und dann hat er das super gemacht von 20 Meter und ja, wir haben selber letzte Tor auch gesehen. Gibt es weitere Fragen? Hans-Dieter Schlabes von der Braunschweiger Zeitung, das Mikro kommt.
nach dem Tor aus dem Nichts, sag ich mal, das da in der 68. Minute fällt, hat man der Mannschaft, ich hatte so den Eindruck, so ein bisschen einen Schock angespürt, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt geht's schon wieder los. War das nicht mehr aufzuhalten von außen? Ja, ich finde, wir haben trotz das Tor, finde ich eigentlich, wir haben okay Kontrolle gehabt, aber klar denken die Jungs nach, wenn wir ein Gegentor bekommen, weil wir sind nicht in der Situation, wo wir haben das 3-4 Mal gemacht und trotzdem ein Spiel gewonnen haben. Und, aber ich finde, die Jungs, sie sind dran geblieben. Ich finde, ja, wir müssen Stefan Fürsten auswechseln und Leon reinzubringen. Und ich finde, Leon hat das richtig gut gemacht. Und dann haben wir Jari für Malte, weil Malte hat mit Nacken- und Rückenproblemen. Und ja, letzte Einwechslung war mit Freddy, dass er könnte reinkommen als Sechser, auch für lange Bälle oder für Standardsituationen. So, ich finde, 60 Sekunden vor könnten wir das 3-1 machen, das haben wir nicht gemacht. Jetzt ist das Ergebnis 2-2. So, ich finde, wir haben Mut gehabt bis Ende und das ist sehr, sehr positiv für mich. Schauen nochmal in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Sagen wir vielen Dank, wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise und Dankeschön. Ihnen allen trotz allem ein schönes Wochenende. Danke.